Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, willkommen bei Tukar auf Deutsch. Ja, die Terrorpalme, die Palme des Schreckens. Warum? Das seht ihr jetzt. Das ist meine Palme. Das ist der Kanal. Die Platte wiegt ein bisschen, die haben wir schon zweimal rausgemacht. Wir haben hier schon überall alles Rosen pflanzen lassen. Dann wird noch der Boden und alles gemacht. Ja, die aufmerksam meinen Kanal verfolgen, denen wird nicht entgangen sein, dass wir im vergangenen Jahr, vor ungefähr einem halben Jahr, ist uns die Palme in den Abfluss reingewachsen, weil die Palmen suchen natürlich die Feuchtigkeit, Nährstoffe und so weiter. Dadurch hat das Wasser natürlich seinen Weg durch den Abfluss im Badezimmer, im Gästebadezimmer unten am Eingang ins Haus gefunden. Und das war nicht so prickelnd, aber gut, ist halt Natur. So, ist wieder passiert auf jeden Fall. Hier liegen Rohre drunter, Abfluss. Und die gehen vom Grundstück weg. Vor einigen Tagen hatten wir wirklich sehr starke Regenfälle. Und da es verstopft war, ist das Wasser wieder zurückgeschwemmt. Und dann hatten wir es wieder. Ich habe dann nachts 17 Liter Eimer mit Wasser, mit Kehrblech, den Eimer voll gemacht und alles raus. Ne, weil das Wasser kam dann hoch, ist sehr ärgerlich. Aber gut, hilft ja nichts. Das passiert nicht nur in der Türkei, das passiert überall auf der Welt. Ich kenne das auch aus Deutschland. Da hatten wir, im Winter hatten wir dann halt auch den Keller mal voll gehabt. Und naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding muss weg. Also die ist jetzt auch nicht so klein. Das sind 5,5 Meter bis nach ganz oben, wo die Blätter sind. 7 Meter, 6,5, so um den Dreh. Das Ding ist, ich möchte das am liebsten natürlich behalten, weil die hat 15 Jahre gebraucht, bis die so groß gewachsen ist. Das dauert einen Moment. Die wurden natürlich ab einem gewissen Alter gekauft, ab einer gewissen Höhe und so weiter und so fort. Und dann wurden die dann halt eingepflanzt, wie hier halt überall auch. Müssen wir umpflanzen lassen. Was das kostet, weiß ich nicht. So eine Palme kostet so 1500 Lira ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Umpflanzen ist ein bisschen schwierig. Die muss ausgegraben werden und dann muss da ein Spezialfahrzeug für kommen, was die hebt, weil die wiegt ein paar hundert Kilo. Ne? Könnt ihr euch sicher vorstellen. Die ist ja massiv, die hat einen großen Wurzel, große Wurzeln halt. Und wenn man die mal eben umpflanzt, das ist halt keine Rose oder so. Ne? Das dauert einen Moment. Hier werden die 21 Ikis Villa, also Doppelhaushälften gebaut. Die wird dann bei mir bis an den ersten Stock, die Dachterrasse, gehen. Ist zwar ein bisschen blöd wegen der Aussicht, aber das Wohnzimmerfenster benutzen wir eh nicht. Ja, aber ich nehme das alles mit Humor, weil die Leute, die direkt hier vorne kaufen, ich glaube, die sind sogar schon verkauft, die haben eine richtig geile Aussicht. Und zwar aus dem ersten Stock können die mein Papageienhaus sehen. Ist ja auch was Schönes, ne? Gut, Chanel ist ja momentan leider alleine, aber ich werde noch einen Partner für sie holen, weil sie kommt jetzt gerade ins Alter, wo man auch gerne mal Eier legen möchte. Sie versucht mich immer zu füttern. Sie wirkt dann immer so Körner hoch und will die mir geben. Nervig, aber ja, werde ich auf jeden Fall noch einen Papagei für holen. Ein Männchen, und dann schauen wir mal. Vielleicht hole ich auch nochmal einen Ara oder so. Um nochmal auf die Villen zurückzukommen. Also ich kann den beim Bau zu gucken, das passt schon alles. Da wird nochmal ein gesondertes Video kommen, weil mit der Verwaltung und der Baufirma sind wir persönlich sehr, sehr zufrieden. Also ihr wisst ja selber, ne, ich bin im Immobilienbereich tätig und ich arbeite eigentlich in der Regel mit der Firma direkt zusammen. Also bei Neubau, bei zweiter Hand geht es ja nicht. Die Firma ist wirklich top. Weil wenn ihr euch das Video von einem halben Jahr anschaut, die haben uns dann nachts, haben die uns den Klempner, die Rohrreinigungen, alles geschickt. Hat mich nichts gekostet. Ich war der Eigentümer. Ich hätte es eigentlich zahlen müssen. Eigentlich hätten die sagen müssen, deine Sache, weil ist ja dein Baby. Haben die nicht gemacht. Die haben schon so vieles gemacht, was sie nicht hätten machen müssen. Auch jetzt das wieder. Auch jetzt das. Als es dann nachts war, haben die uns wieder den Klempner geschickt. Hat uns auch nichts gekostet. Jetzt haben direkt den nächsten Tag die Straße aufgekloppt, um das zu machen.
kostet uns auch nichts. Na, also, das sind halt Sachen, ist nicht selbstverständlich. Ja, hier können wir es nicht hinmachen bei den Aloe Veras, weil da die Rohre verlaufen. Dann werden wir die wahrscheinlich neben den Avocado-Bau machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Also ihr merkt es an der Kleidung, wir haben Winter, obwohl wir haben 17 Grad. Ne? Ist gerade bewölkt, wie ihr seht. Ja, ist okay, passt schon. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Baustelle, weil der Kanaldeckel, dieser Steindeckel, der wäre besser, wenn wir den austauschen, dann werden wir Plastik nehmen. Aber jetzt nicht Baumarktplastik, sondern ein bisschen was Robusteres. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil das hält dann auch lebenslang und dann ist das okay. Also hier kommt ein großer Picknickplatz hin. Da hinten, das vierstöckige Gebäude, schlafen momentan noch die Arbeiter hier drinne. Da kommt Market, Hammam und all sowas rein. Ich zeige euch mal einen CGI-Movie. Hier hinten wird auch Pool kommen, da hinten kommen Triplex-Villen hin. Und hier unten, das wird alles normale Villen sein, Ickis Villa. Ihr seht, die geben richtig Gas. Also diese 21 Villen, also Stückzahl in der, insgesamt 42. Der Rohbau soll abgeschlossen sein bis Mai. Werden wir mal sehen, ob das passt. Ich denke mal schon, weil die sind recht fix. Da sind die Treppen schon gegossen, die Fundamente sind da auch schon gegossen. So, und dann geht es dann halt da weiter. Ne? Hier die Verwaltung hat gesagt, wir sollen uns hier mal angucken, ob wir den Deckel haben wollen. Dann bauen die uns den da rein, dann mauern die da noch ein bisschen schön und dann machen die den Rasen wieder schick. Alles klar, also wenn man sich mal anschaut, der ist schon massiv. Wenn man es jetzt mal hört, bam, also das ist kein billiger Scheiß. Kann man hier auch aufschrauben, ne, mit Schlüssel, Spezialschlüssel. So, auch von der Firma, Kodal, und dann wird das eingebaut. Entschuldigung, ich wollte gerade fragen auf Türkisch, Öl in Yemeni, gesünd, ob er mein Mittagessen mal gesehen hat, weil ich war gerade auf dem Bad, im Badezimmer, mein Deutsch wird nichts gut, hab mir die Hände gewaschen und dann kam dann halt so Wasser und meine Frau sagt, boah, ich hab da was gesehen und so, weil die haben die Rohre ja auf da hinten, ne? Und macht man nicht, habe ich natürlich auch nicht gemacht, ein bisschen Anstand habe auch ich. Das Fahrzeug wird kosten, was die Palme rausziehen soll, wird alleine nur das Fahrzeug kosten 450 Lira, was die Arbeit kostet, keine Ahnung. Wann das gemacht wird, weiß ich auch nicht, klären wir noch ab. Was das angeht, halte ich euch definitiv auf dem Laufenden. Wird nochmal ein Video kommen bezüglich der Wohnungen bzw. X-Villa, die wir da unten haben. 50% davon ist schon lange verkauft. Wenn ihr euch generell für das Thema Immobilien interessiert, verfolgt den Kanal weiter, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Telegram, schreibt mir auf WhatsApp, schreibt mir auf Insta. Ihr kennt die Kanäle und es bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer einen wunderschönen Tag und ich habe die Ehre. Ciao. Also bei uns gibt es immer was zu tun. Wir haben nie endgültiges Ende. Ne? Kommt das in die Outtakes? Ja. Okay.